Interreligiöses Duett, ein Podcast des Zentrums Ökumene in Frankfurt am Main und des Religionspädagogischen Instituts der Evangelischen Kirchen von Kurhessen-Waldeck und in Hessen und Nassau. Zwei Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, reden miteinander. Beide kommen ins Nachdenken, entdecken Neues in der eigenen und der anderen Religion. Hier gibt es Inspirationen für alle, die Interesse an interreligiösen Grenzgängen haben. Manchmal wird sich der Effekt einstellen: Ach, so ist das. Interreligiöses Duett. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Interreligiöses Duett. Heute zum Thema Lass uns über Gott reden. Im Gespräch sind Andreas Herrmann, Referent für interreligiöse Fragen am Zentrum Ökumene in Frankfurt, und Aysche Baschol, Postdoktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Islamische Studien an der Goethe-Universität Frankfurt. Über Gott reden ist vermutlich gar nicht so selbstverständlich im interreligiösen Dialog. Hier liegen oft andere Themen oben auf, die stärker politisch und gesellschaftlich bestimmt sind. Religiöse Themen fallen gerne mal hinten runter. Aber mit dem Podcast Interreligiöses Duett wollen wir auch theologische Themen aufgreifen und diese besprechen. Dabei wollen wir eigene Überzeugungen ausdrücken, dem anderen nachfragen und so Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen ausloten. Liebe Aysche, wir waren uns schnell einig, dass wir mit dem Thema Gott beginnen wollen. Lass uns also über Gott reden. Wenn wir als Christen oder Christinnen, als Muslime oder Musliminnen, als Juden oder Jüdinnen über Gott reden, dann kann das nicht auf eine abstrakte, distanzierte Weise geschehen. Das gelingt vielleicht den Philosophen, nicht aber gläubigen Menschen. Als Menschen, die an Gott glauben, sind wir geprägt durch unsere Biografie, unsere Erziehung und natürlich auch durch die religiösen Traditionen, in denen wir stehen. Das wird immer einfließen in unsere Rede von Gott, auch wenn durch ein Studium der Theologie eine reflektierte Distanz dazu eintritt. Es gehört zu einem Reden und Nachdenken über Gott dazu, dies zu erkennen. Wir haben aufgrund unserer Erziehung, dem Umfeld, in dem wir groß geworden sind, und durch unsere Biografie eine je eigene Perspektive auf Gott, eben eine eigene Prägung. Und von hier aus können wir über unsere Gottesverständnisse einen Austausch führen. Vielleicht darf ich deswegen zwei, drei Sätze zu mir sagen. Ich selbst bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Ich bin kirchlich sozialisiert, wie man so schön sagt. Meine Großeltern und Eltern waren in unterschiedlichen Funktionen in der Kirchengemeinde aktiv. Chor- und Bläsermusik hat mich von früh auf begleitet. Ich war selbst in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert, aber ich habe auch eine gewisse Enge und Strenge in Glaubensfragen erlebt. Mit dem Studium der Theologie, unter anderem in Heidelberg, habe ich mich aber, so meine ich, davon befreien können. Wie war das bei dir? Wie bist du aufgewachsen? Bist du religiös erzogen worden? Erstens, ich teile deine Meinung, es wird zunehmend schwieriger, über Religion, Glaubensfragen oder Gott zu sprechen oder auch den Glauben zu praktizieren. Da ich mich in einer eher kapitalistischen und zunehmend technisierten Welt bewege. Diese zwei Welten, damit meine ich meinen Glauben und meine Umwelt, passen nicht immer oder immer weniger zusammen. Das betrifft vor allem mein Leben in Deutschland bzw. im europäischen Kontext. In der Türkei oder im Nahen Osten ist es ziemlich anders, ob unter Muslimen, Christen oder Juden. Zu meiner Person: Ich bin in Deutschland geboren und zum Teil hier aufgewachsen. Einen längeren Lebensabschnitt habe ich auch in der Türkei verbracht. Mein Studium und später mein Beruf haben es mir ermöglicht, längere Zeitphasen im Nahen Osten zu verbringen. Deshalb habe ich auch Erfahrungen, die mir diesen Vergleich erleichtern. In Bezug auf Gott hatte ich als Kind viele Fragen. Ich komme aus einer frommen Familie, die sich allerdings mit Religion autodidaktisch beschäftigte.
Entsprechend war ich auch religiös sozialisiert. In so eine Sozialisation gehörte, den Koran auf Arabisch lesen lernen, einige Suren oder Passagen auswendig lernen oder so Basics wie das rituelle Gebet oder das Fasten ausüben, die Do's and Don'ts erlernen. Meine Eltern und Laien der türkisch-muslimischen Gemeinde waren sehr bemüht um uns Kinder damals. Ich rede von gegen Ende der 70er. Damals gab es in unserem Wohnort noch keine Moschee oder Imame. Im Kontrast dazu möchte ich noch von unserer Nachbarin Tante Wench erzählen. Sie war, als ich sie kennengelernt hatte, schon in Rente, alleinstehend, hatte einen kleinen Hund und ein Herz für Kinder. Sie war oft bei uns und ich oft mit ihr zusammen, vor allem auch wegen dem Hund. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Tante Wendt war katholisch, auch sehr fromm. Das führte immer zu interessanten Gesprächen bei uns, vor allem wenn es sich um Religion und die Glaubensvorstellungen handelte. Ich denke, dass mein Interesse an Religion gerade durch den Kontrast geweckt wurde. Über Gott, die Engel oder das Jenseits waren sie und mein Vater sich meist einig. Ein wesentlicher Streitpunkt war Jesus. Aber da tiefer einzusteigen, würde jetzt zu weit führen. Das können wir mal später ausdiskutieren. Ich komme darauf zurück, was mich in meiner Kindheit in Bezug auf Gott beschäftigte. Mein Vater sagte immer, Gott ist groß und Gott ist immer da, wenn jemand an ihn denkt, auch wenn wir ihn nicht sehen. In meiner Vorstellungswelt war Großsein etwas Greifbares. Insofern fragte ich ihn, wie Gott denn bei zwei Personen sein kann, wenn diese gleichzeitig an ihn denken. Die eine in Deutschland, die andere von mir aus Indien. Darauf antwortete mein Vater, dass das für Gott ein leichtes sei, ich es mir aber nicht vorstellen könne. Und diese Antwort hat mich nie zufriedengestellt. Daran erinnere ich mich noch sehr genau. Und wie war es bei dir? Hattest du Kontakt zu Menschen anderen Glaubens in deiner Kindheit oder später vielleicht? Wie bist du mit der Existenz anderer Religionen umgegangen? Nein, in meiner Kindheit hatte ich keinen Kontakt zu Menschen anderer Religionen. Das heißt, jetzt fällt mir doch was ein. In unserer weiteren Nachbarschaft lebte damals, also Ende der 60er und dann 70er Jahre, eine Familie aus der Türkei. Eben Gastarbeiter. Und beim darüber nachdenken fällt mir an mir selbst auf, dass ich nun eine Unterscheidung mache, die ich inzwischen häufig gelesen habe. Nämlich, dass in Deutschland früher von den Türken die Rede war und sie heute vor allem als Muslime wahrgenommen werden. Ja, ich hatte also Kontakt zu Menschen anderen Glaubens, ohne dass damals eine große Rolle gespielt hätte. Der Umgang mit der Existenz anderer Religionen war in meiner Jugend und dem Milieu, in dem ich groß geworden bin, von eher theoretischer Natur. Mission war dabei ein zentrales Stichwort. Und das hieß und heißt bis heute für viele Menschen, dass Nichtchristen zu missionieren sind, also zu Christen zu machen sind. Das war für mich damals schon fraglich, denn ich konnte mir nicht richtig vorstellen, wie so ein Gespräch ablaufen sollte, in dem ich den anderen oder die andere auf meine Seite ziehen möchte. Eine gute Übung ist es ja, sich das mal umgekehrt vorzustellen. Mir sitzt jemand gegenüber, der mich auf seine Seite ziehen will. Da würde ich schnell blockieren. Und das ist wohl die hohe Kunst in einer multireligiösen Gesellschaft, dass wir einander Rede und Antwort stehen über den Glauben, der uns lieb und vertraut ist, ohne den anderen als jemand wahrzunehmen, dem etwas fehlt. Eine meiner ersten Seminararbeiten im Studium habe ich dann auch zum sogenannten Missionsbefehl geschrieben, der am Ende des Matthäusevangeliums steht. Geht hin in alle Welt und taufet sie, so steht es da. Die Frage, wie Mission zu verstehen ist, hat mich bis heute nicht losgelassen. Und dann bin ich auch tatsächlich Missionar geworden. Ökumenischer Mitarbeiter war die offizielle Bezeichnung. Jedenfalls war ich 3 Jahre mit einem Missionswerk in Nordnigeria. Und in dieser Zeit hatte ich auch regelmäßig, fast täglich Kontakt zu Muslimen. Es war für mich faszinierend zu hören, wie die Grenzen durch manche Familien gingen. Der eine Bruder war Christ,
der andere Muslim. Auch war für mich neu, dass an den christlichen Missionsschulen viele muslimische Schüler und Schülerinnen waren und dass sie Gelegenheit hatten, ihre Gebetszeiten einzuhalten. Seit dieser Zeit beschäftigt mich die Frage, wie Christen und Muslime eine Perspektive des Zusammenlebens entwickeln können. Vielleicht ist ein Baustein dafür, dass sie sich über ihre Gottesvorstellungen austauschen. Und dabei würde ich dich gerne fragen, wie hältst du es mit dem, ich nenne es mal Gottesnamen Allah? Nach meiner Beobachtung verwenden viele Muslime den arabischen Ausdruck wie einen Eigennamen. In jeder Sprache wird das arabische Wort Allah verwendet, sei es in der deutschen, englischen oder irgendeiner anderen Sprache. Bei Gott ist es ja anders. Im Englischen reden wir von God oder Französisch von Dieu und so weiter. Welche Bedeutung hat das arabische Wort Allah für dich? Und wie verhält sich das mit Allah und Gott? Ich höre oft die Frage, ob Gott und Allah identisch seien. Sie wird in verschiedenen Variationen gestellt oder im Gespräch so angedeutet. Bei mir entsteht dann der Eindruck, als ob damit eine polemisch gemeinte Unterscheidung betont werden soll. Beten Christen und Muslime den gleichen Gott an? So in etwa. In den vielen diskursiven Gesprächen zwischen meinem Vater und der Tante Wendt gab es keinen Unterschied. Es gab nur einen Gott. Dieser hieß auf Deutsch Gott und auf Türkisch in Anführungszeichen Allah. Unterschiedlich waren aber die Wahrnehmung von Gott und die Ausübung des Glaubens. Ich kann das mit großer Sicherheit sagen, da meine Eltern mir nie den Zugang zu Tante Wendt verweigerten, weil sie einen anderen Glauben hatte. Um zu verdeutlichen, was das damals hieß. Tante Wendt ging jeden Sonntag in die Kirche und anschließend auf den Friedhof, wo ihre Schwester begraben war. Unzählige Male war ich dabei. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn es diesbezüglich eine Diskrepanz gegeben hätte. Nachdem ich mich auch im Studium mit dem Islam auseinandergesetzt habe und das nach wie vor tue, kann ich nur bestätigen, dass Gott und Allah identisch sind. Muslime beten den einen Gott an. Im Arabischen heißt Gott Allah und ist somit auch der Eigenname Gottes. Dieser Name ist durch das Zusammenschmelzen des bestimmten Artikels der im Arabischen El und dem Wort Gottheit im Arabischen Ilah entstanden. Ins Deutsche wäre es vielleicht als die Gottheit zu übersetzen, aber im Arabischen hat El Ilah eine maskuline Endung. Deshalb ist die Bezeichnung der Gott für Allah die bessere Übersetzung. Um zu verstehen, woher der Name kommt, Arabisch ist eine semitische Sprache, so verwenden beispielsweise arabische Christen für Gott ebenfalls Allah und auch in der arabischen Bibelübersetzung wird Gott mit Allah wiedergegeben. Die vorislamischen Araber waren ursprünglich monotheistisch, zumindest müssen sie die Idee davon gehabt haben. Das geht vor allem aus genealogischen Schriften hervor. Da wird beispielsweise der Ursprung der Araber im Norden, also da, wo der Islam entstanden ist, auf Abraham zurückgeführt, über die Linie seines Sohnes Ismael. Im Laufe der Jahrhunderte sind sie aber von diesem Monotheismus abgewichen. Die Abweichung wird unterschiedlich begründet. Eine These lautet, dass Allah zu transparent war bzw. der Welt entrückt war. Deshalb hätte sich die Vorstellung entwickelt, dass andere Gottheiten die Bittgebete der Menschen diesem einen Gott übermittelten. Das Pantheon der arabischen Gottheiten war groß. Man spricht von über 300 verschiedenen Göttinnen und Göttern, die beispielsweise in Mekka an der Kaaba verehrt wurden. Eine ganz wichtige Gottheit war Hubal. Er wurde für verschiedene Angelegenheiten durch Pfeilwerfen konsultiert. Manat, Uzza, Wat, Suwa sind ein paar andere Namen. Himmelskörper wie Sonne und Sterne gehören beispielsweise auch in dieses Pantheon.
Es gibt Berichte, denen zufolge es an der Kaaba ein Bild von Maria und eine Statue von Abraham gab, die ebenfalls verehrt wurden. Das zeigt unter anderem auch den Charakter, den der Polytheismus mit sich bringt. Toleranz und Offenheit gegenüber verschiedenen Gottheiten, die in verschiedenen Stämmen verehrt wurden, aber auch anderen Glaubensmodellen gegenüber. Bedenkt man zudem, dass es an solchen wichtigen Kultorten auch immer einen Marktplatz gab, lässt sich auch sagen, dass sich die Toleranz als profitabel ergab. Je mehr Gottheiten, umso mehr Besucher. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Wie denkst du darüber? Beten Christen und Muslime einen Gott auf die je eigene Weise an oder löst Allah bei dir eine Trennung aus? Nein, Trennung würde ich nicht sagen. Irritation ist vielleicht auch zu viel. Aber ich frage mich schon, was ein muslimischer Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin ausdrücken möchte, wenn er oder sie im deutschen Kontext von Allah spricht. Ist es die vertraute Gottesbezeichnung, die einfach so übernommen wird? Oder hat die Verwendung von Allah auch eine exklusivistische Tendenz? Es schwingt zumindest mit, dass hier eine Absetzung von anderen Gottesbezeichnungen gemeint sein könnte, also die Unähnlichkeit von Gott und Allah betont wird. Die Übersetzung von Allah mit Gott drückt meines Erachtens stärker die Ähnlichkeit und Vergleichbarkeit aus. Aber danke für die Klarstellung, dass der eine Gott auf Deutsch Gott heißt und eben auf Türkisch Allah. Du hattest gefragt, ob Christen und Muslime auf ihre je eigene Weise zu dem einen Gott beten. Mein Impuls ist darauf, mit Ja zu antworten, weil es nach meiner Auffassung nur einen Gott geben kann. Unter der Voraussetzung des Monotheismus kann die Antwort nur Ja lauten. Das Problem dabei ist, dass wir dann schon fertig wären und alle Fragen geklärt hätten. Deswegen möchte ich nicht vom Monotheismus ausgehend argumentieren, sondern von den vielen Situationen, in denen Menschen von und zu Gott reden. Denn selbst wenn wir in Deutschland Christen und Muslime Gott nennen, wie in arabischen Ländern Christen und Muslime Allah sagen, bedeutet das ja noch nicht, dass wir das Gleiche oder gar dasselbe meinen. Der Referenzbezug, um es theologisch auszudrücken, ist nicht mit dem Wort allein schon gegeben. Diese Verzögerung würde ich gerne einbauen, weil wir so stärker auch unsere Aufmerksamkeit auf die Verwendung und den Gebrauch von Gott richten. Und so vielleicht ausloten, wann, wo und wie sich Christen und Muslime an den einen Gott wenden. Wann und wo sie denselben Gottesbezug haben. Ich denke, wenn wir nicht nur den einen Gottesnamen in den Blick nehmen, sondern die reiche Tradition in unseren beiden Religionen noch etwas genauer betrachten, erhalten wir ein breiteres Fundament. Es gibt ja im Islam nicht nur den einen Gottesnamen Allah, sondern bekanntlich die 99 schönen Namen Gottes. Ich würde dich gern fragen, was verbirgt sich dahinter? Was ist damit gemeint? Zeigen diese Namen nicht auch etwas von den Situationen, in denen sich die Betenden befinden? Hast du bestimmte Namen Gottes, die dir lieb sind? Es kann natürlich Menschen geben, die bei dem Gebrauch von Allah anstelle Gott bewusst oder unbewusst einer exklusivistischen Tendenz Folge leisten. Ich denke aber eher, dass der Gebrauch viel mehr mit der religiösen Sozialisation zusammenhängt. Sie geschieht ja meist in der Muttersprache, die Türkisch, Arabisch, Persisch oder Bosnisch sein kann. Hinzu kommt noch, dass die Liturgiesprache Arabisch ist. Das heißt, dass das rituelle Gebet, also das Pflichtgebet, welches 5-mal am Tag privat oder in der Gemeinde durchgeführt wird, überall auf der Welt in Arabisch gebetet wird.
Das ganze religiöse Denken ist darauf gepolt. Stell dir einmal vor, du würdest statt Gott auf einmal ständig Allah sagen müssen oder in der Bibel stünde überall Allah. Das würde dir nämlich einfach mal an fremd vorkommen. So ist es auch bei vielen Muslimen. Allah zu sagen ist irgendwie vertrauter. Ich habe das nicht so selber. Wenn ich Deutsch rede, sage ich nicht Allah und wenn ich Türkisch rede, sage ich nicht Gott. Ich meine damit aber eine Instanz. Mir ist auch vollkommen klar, dass wenn du von Gott sprichst und ich von Gott spreche, wir so ziemlich verschiedene Vorstellungen damit verknüpfen. Und nun zu den 99 Gottesnamen. Ich bin nicht mit der Vorstellung aufgewachsen, dass Gott 99 Namen hat. Weder haben sie in meiner Familie noch später in der türkisch-muslimischen Gemeinde und auch nicht in der Türkei oder sonst wo eine Rolle gespielt. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich unter dem Begriff 99 Namen Gottes einen sogenannten False Friend vermute. Deshalb bin ich dir auch dankbar für die Frage. Die 99 Namen Allahs oder Gottes sind im islamischen Glauben weniger unter einer Zahl, sondern vielmehr unter dem Begriff Al-Asma al-Husna bekannt. Beide Wörter sind determiniert durch El, was nicht nur den Bezug zu Gott verdeutlicht, sondern auch dem Adjektiv eine superlativische Bedeutung gibt. Al-Asma al-Husna bedeutet übersetzt die schönsten Namen Gottes. Eine Zahl ist in der Bezeichnung nicht vorhanden. Aber woher kommt sie? Die Zahl 99 geht auf den Propheten zurück, der gesagt haben soll, dass Gott 99 Namen hätte. Seine Aussage geht aber weiter. Er sagt, einen weniger als 100, ungerade also. Wer die 99 Namen auswendig kenne oder aufzählen könne, werde in das Paradies gelangen. Eine in vielerlei Hinsicht problematische Aussage, aber was hier aus meiner Sicht natürlich betont werden soll, ist die ungerade Zahl, so wie Gott einer ist. Würden wir tatsächlich von der Zahl 99 ausgehen, dann hätten wir Gott eingegrenzt, um nicht zu sagen, ihn auf 99 Namen reduziert. Das passt nicht so ganz in die Vorstellung von Gott, die Muslime von ihm haben. Die Zahl, wenn überhaupt, hat einen symbolischen Wert. Jeder genannte Name steht für eine Seinsweise Gottes, die auf seine Herrlichkeit und Erhabenheit hindeutet. Die Liste der 99 Namen Gottes und eine ziemlich detailliert ausgearbeitete Bedeutungsanalyse dieser Namen finden sich bei Gelehrten, die sich innerhalb der islamischen Mystik einen Namen gemacht haben. Da möchte ich allerdings nicht länger verweilen. Es ist so, dass Gott im Koran mehr Namen hat als nur 99. Und unter den Listen, die die sogenannten 99 Namen enthalten, gibt es so einige, die im Koran keine Erwähnung finden. Woher kommt das Ganze denn nun her? Die Bezeichnung, die schönsten Namen, taucht im Koran auf. So heißt es in Sure 7, Vers 180. Und Gott hat die schönsten Namen, ruft ihn mit diesen Namen an und ignoriert jene, die über seinen Namen abwegig reden. Ihnen wird vergolten werden, was sie taten. In Sure 20, Vers 8 heißt es, es gibt keine Gottheit außer Gott, ihm gehören die schönsten Namen. Und dann noch eine meiner Lieblingsstellen im Koran, da du danach gefragt hast, sind diese drei Verse in Sure 59. Sie beginnen jeweils mit einer Bezeichnung, Huwallah, das bedeutet, er ist Gott. Dem folgt zweimal das Bekenntnis, dass es keine weiteren Gottheiten gibt. Und dann wird jeweils genannt, wer oder was Gott alles ist bzw. umfassen kann. Das sind die Verse 22 bis 24. Ich zitiere. Er ist Gott, der außer dem es keinen gibt, der das Offenbare und Verborgene kennt. Er ist der Barmherzige, der Erbarmer. Er ist Gott,
der außer dem es keinen gibt. Er ist der König, der Heilige, der Heilgebende, der Sicherheit Verleihende, der Hüter, der Allmächtige, der Gewaltige, der Hocherhabene. Gepriesen ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Gott, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Ihm gehören die schönsten Namen. Ihn preist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Er ist der Starke, der Weise. Zitat Ende. In jedem der genannten Verse liegt die Bedeutung auf Gottes Einsheit. Die Einsheit Gottes, ich weiß, dass das kein schönes Deutsch ist, aber darum geht es gerade. Die Einsheit Gottes ist das, was zuerst kommt, the oneness first. Warum das so stark betont wird, darüber sollten wir vielleicht auch mal reden. Diese Verspassage hatte ich als Kind schon auf Arabisch auswendig gelernt. Sie wird sehr gerne zu vielen verschiedenen Anlässen rezitiert, weil sie eben Gott in den höchsten Tönen lobpreist. Wie schaut es denn in deinem Glauben mit den Namen Gottes aus? Von dem oder den Namen Gottes ist in der Bibel schon sehr früh die Rede. In einem zentralen Text, den 10 Geboten, wird vor einem falschen Gebrauch des Gottesnamens gewarnt. Im 2. Gebot heißt es, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Das lese ich als bleibende Mahnung, dass Situation und Nennen des Gottesnamens zusammenpassen müssen. Wann und wie rufe ich Gott mit welchem Namen an? Ich betone das immer mal wieder, weil es mir wichtig erscheint. Wenn wir von den Namen Gottes sprechen, dann können wir das nicht tun, ohne auch diejenigen in den Blick zu nehmen, die diese Namen gebrauchen. Es gibt ein Verbot, den Namen Gottes falsch zu gebrauchen, aber es gibt kein Verbot, die Namen Gottes zu gebrauchen, und das lese ich als Ermutigung, die Namen Gottes eben zu verwenden und zu gebrauchen. Namen sind zum Gebrauch da, zum rechten Gebrauch, versteht sich. Wenn in der christlichen theologischen Literatur die Namen Gottes zum Thema werden, dann war damit der Versuch verbunden, das Reden zu und von Gott auszuweiten. Es mit Geschichten zu verbinden, das Reden von Gott mit Leben zu füllen. Gott hat nicht nur einen Namen, sondern viele, möglicherweise sogar unendlich viele. Gerade die Psalmen bieten einen unendlichen Schatz an solchen Beinamen, so würde ich diese mal nennen. Der Hirte beispielsweise in Psalm 23 oder der Fels in Psalm 18, der Erretter in anderen Psalmen, der König, der Arzt, der Vater, die Mutter, der Barmherzige und so weiter. Ich verstehe diese und andere Texte in der Bibel als Motivation, als Inspiration einzustimmen in diese Vielfalt des Redens von Gott. Mit den Namen Gottes können wir gewissermaßen unsere eigene religiöse Stimmbildung weiterentwickeln, vielleicht sogar neue Namen kreieren. Jedenfalls verbinde ich mit dem Namen Gottes in der christlichen Tradition einen enormen Sprachgewinn. Aber wenn wir über die Namen Gottes in der biblischen Tradition reden, dann können wir an einer Geschichte nicht vorbeigehen, nämlich die im 2. Buch Mose im 3. Kapitel. Das ist die bekannte Geschichte von Mose vor dem brennenden Dornbusch, in der Gott Mose beauftragt, das Volk der Israeliten aus Ägypten aus der Sklaverei zu führen. Und dann fragt Mose ihn nach seinem Namen. Wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, wie ist sein Name, was soll ich antworten?
und Gott stellt sich ihm so vor: Ich werde sein, der ich sein werde. So sollst du zu den Israeliten sprechen: Der Ich bin da, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig. So im zweiten Buch Mose. Damit hat sich Gott in diesem Gespräch gleich dreifach vorgestellt. Einmal als Gott der Väter, so ist er seinem Volk schon bekannt. Und dann unter seinem Eigennamen, Ich bin da. Und diesen Namen erläutert er mit dem Satz, Ich werde sein, der ich sein werde. Ich finde, darin zeigt sich eine Verdichtung, die mit den Namen Gottes einhergeht. Ich finde, man kann sagen, Namen Gottes sind wie Ultra-Kurzgeschichten. Gott als den Barmherzigen zu nennen, heißt, Erfahrungen von Barmherzigkeit zu erzählen. Ihn als den Fels zu bezeichnen, heißt, Erfahrungen von und durch Gott gegebene Sicherheit in schwierigen Situationen zu nennen. Ihn als den Ich werde sein, der ich sein werde zu nennen, beschreibt Erfahrungen der Treue Gottes, sein Mitsein, seine ewige Gegenwart. Die erfahrene Geschichte mit Gott wird zum Namen Gottes. Und umgekehrt könnte man dann auch sagen, dass die Beinamen Gottes ihrerseits wieder Erzählungen hervorbringen. Ich glaube, Gott lässt sich diese Namen gefallen. Und es sind ja in der Tat viele schöne Namen Gottes, die wir in unseren beiden Religionen haben. Weil du schon von den schönen Namen Gottes in deiner Religion gesprochen hattest, möchte ich auf das Lied im evangelischen Gesangbuch hinweisen, Wir strecken uns nach dir. Und da lautet es im Refrain, Schön sind deine Namen, Halleluja, Amen. Und in den Strophen heißt es in diesem Lied, In dir wohnt die Lebendigkeit und Barmherzigkeit. In dir wohnt die Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. In dir wohnt die Beständigkeit und Vollkommenheit. In den Namen Gottes zeigt sich, wer Gott für uns ist. Um das bisherige einmal zusammenzufassen, ich denke, dass wir, mit wir meine ich Christen und Muslime, mit Sicherheit nicht das Gleiche und auch nicht dasselbe assoziieren, wenn wir jeweils von Gott sprechen, auch wenn wir an den einen Gott glauben. Darin sehe ich allerdings kein Problem in Anführungszeichen, sondern eine Selbstverständlichkeit. Deshalb gibt es ja Christen und Muslime und auch noch andere. Ich sehe darin auch keine konkurrierende Gotteswahrnehmung. Es ist aus meiner Sicht jeweils eine Annäherung und sie ist, wieder aus meiner Sicht, von Gott auch so gewollt. Sonst wäre diese religiöse Vielfalt nicht entstanden. Die unzähligen Namen des einen Gottes weisen auf seine Herrlichkeit hin und haben aus meiner Sicht wenig mit dem Menschen zu tun. Damit meine ich, dass die Namen sich allein auf Gott beziehen und seine Herrlichkeit betonen. Es ist interessant, dass wir in unserem ersten Podcast bei den Namen Gottes gelandet sind. Wäre ich hier allein gewesen, hätte ich sicherlich von etwas anderem gesprochen. Bist du einverstanden damit, dass wir es für heute hierbei belassen? Ja, ich bin einverstanden. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Das war der Podcast Interreligiöses Duett. Weitere Informationen auf unseren Websites. Links dazu sind in den Shownotes. Wir freuen uns über Feedback, ebenso wie über nette Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.